Hallo, mein Name ist Thomas Lienlünke und ich bin der Autor von diesem Stück da. Odyssee im Hohlraum. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum soll ich mir dieses Stück anschauen, dann kann ich Ihnen nur sagen, es ist ein hochaktuelles, ein ganz brisantes Stück, in dem zwei Menschen, die 65 Jahre lang quasi fernab von allen in einem Keller in der ehemaligen DDR verschwunden waren, plötzlich wieder auftauchen und auf unsere völlig surreale, völlig entfesselte Welt treffen und dort quasi mit dem Berlin von 2018/2019 konfrontiert werden. Und das ist die Art von Kabarett, die ich gerne machen möchte. Ein geschlossenes Theaterstück, aber nichtsdestotrotz natürlich mit scharfen politischen Pointen, mit Sozialkritik.